Das ist das Nussbäumli, ca. 150 Meter oberhalb von Altdorf, mit einem wunderbaren Ausblick auf den Talboden vom Uner Unterland und auf den Gitschen. Seit das Nussbäumli besteht, hat es immer eine eigene Wasserquelle gehabt. Im Jahr 2018 ist die Wasserquelle aber versiegt. Am Grund auf die Spur zu kommen, ist es unmöglich zu unterfangen, weil man schlicht nicht weiss, wo die Quelle ist und wie das Wasser zum Nussbäumli gelangt. Am Anfang, wo die Quelle kein Wasser mehr gebracht hat, hat man am Nussbäumli das benötigte Wasser 2 bis 3 Mal wöchentlich mittels Tank zur Liegenschaft transportiert. Dann hat die Wasserversorgung Altdorf eine provisorische Wasserleitung von ihrem Wasserreservoir im Kapuzinertal bis zum Nussbäumli bewilligt. Sie können auf den Fotos erkennen, wie die Wasserleitung heute verleiht ist. Jetzt muss die Wasserleitung unter anderem aus hygienischen Gründen in Waldboden verleiht werden. Um Frostbildungen vorzubiegen, muss sie mindestens 80 cm tief sein. Man kann diesen Bildern bestimmt entnehmen, dass das in diesem Wald keine einfache Sache ist. Das Bild zeigt das Wasserreservoir vom Nussbäumli. Von da bezieht das Nussbäumli das benötigte Wasser. Durch die eigene Entkeimungsanlage fließt es nachher zu den Hähnen aus. Das Bild zeigt, wo die künftige Wasserleitung lang geht. Das gesamte Projekt ist eine nachhaltige Lösung. So können wir auch in Zukunft wieder im Nussbäumli einkehren.